Obwohl, die Red Light. Party, Party. Kannst du irgendwie so ein Dance-Emote machen oder so? Was? So. Willkommen zurück. Wir haben hier schon mal gestartet. Wir konnten es nicht abwarten. Ja, habt ihr die Stimmen gerade gehört? Die bösen Nazi-Stimmen. Was? Wir müssen jetzt irgendwelche Schlüsselfragmente finden? Ja, ich renne einfach mal auf das Gelbe. Ja. Also ihr seht hier schon Action nonstop. Also die Häuser hier gegenüber sehen echt übel aus, ey. Ja. Irgendeiner rumspringt. Ja. Da böse Flaggen, da gar nicht hingucken. Aber die Musik, es ist auch schon wieder Musik am Start, ne? Oh, die Tür. Ich hatte Verriegelt. Ich werde mich mal vorzugsweise um die Skelette kümmern. Sehr gute Idee. Okay, die Skelette von rechts. Ja. Ja, mit der scheiß MP muss man so ein bisschen näher ran. Das streut die zu sehr. Okay, schon. Aua! Warum sagst du mir nichts? Nee, weil ich auch gerade am Ende war, die Skelette. Jetzt schon gesagt. Okay. Klick, klick, nachladen. So. Fall um. Und du auch. Dann können wir hoffentlich in die Tür rein. Jo. So. Ja, sie geht auf. Alles klar. Ihr seht schon, liebe Freunde. Es geht auch ohne großes Ansagen. Ja, nur ich bin leider ausgesehen da viel zu früh reingerannt. So als hätten wir quasi nie aufgehört. Perfekt. Ah. Der Raum ist so klein, bist du wahnsinnig? Willst du uns sprengen? Bleib doch raus! Bleib in deinem Raum, wenn ich die Mine leg. Ja, ich will halt Gegner töten. Ich bin so blutrünstig. Klick, klick, klick! Oh nein! Der läuft die Treppe wieder hoch, der Zombie. Wie will der denn? Muss ihn mal plündern hier. Na, vielleicht ist da oben... Wer weiß. Vielleicht gibt's da was umsonst. Der kommt wieder runter, hat sich anders überlegt. Hat mal geguckt, oh, gibt's da was? Nein, schade. Der ist auch dem Pfeil gefolgt. Hat versucht schlau zu sein, hat dann gemerkt, er hat kein Hirn mehr und kam wieder zurück. Hier, Typ, hier ist bestimmt wieder so ein MG-Fuzzi, oder? So wie es hier wieder, wieder klingt. Die roten Lichter gefallen mir nicht. Obwohl, die Red Light. Party. Kannst du irgendwie so ein Dance-Emote machen oder so? Was? Na, was denn los? Manchmal muss man auch mal Spaß haben hier. In der Nazi-Zombie-Apokalypse. Das ist das Einzige, was wir hier haben. Wie sowieso. Die größte Übersicht über den Hof. Ey. Ach, da hinten zielst du hin. Hier ist eine Schatztruhe, mach die mal auf hier. Ich will das. Das ist schon wieder so ein Gebäude wie vorhin, oder? Kommt mir genauso vor, als wenn wir das hätten wir es vorhin auch schon gehabt, ey. Hier links ist wieder rot. Oh, was für ein schöner Tempel. Tempel? Ja, so. Oh, ach, Schrein. Dings, irgendwas. Ja, danke, so ein Anbeter-Ding. Ach komm, Zombie. Ach komm schon. Ach man. So ein Scharfschützengewehr ist halt nicht für. Einen Meter gut. Kurze Distanz meine ich, so. 5,8 Meter waren das. Das ist komische Maßeinheiten hier. Das sind halt keine deutschen Meter. Obwohl. Ich habe gerade. Oh, einen Schlüssel angesammelt. Raus hier. Was ist das denn? Jetzt machen sie auch noch einen auf total auf mysteriös. Jetzt machen sie einen auf Freddy Krüger hier. 1, 2, Nazi kommt vorbei. Ja, klang echt so, ja. Meinst du, von hinten ist clear, ja, ne? Ah, müssen wir wieder zurück oder geht's auch hier runter? Nee, wir müssen nur diesen Schlüssel hier einsammeln, den ich da gerade angepackt habe. Achso, was war das für ein Schlüssel? Das hat der irgendwie doll geleuchtet ausgesehen oder so? Nee. Hast du den überhaupt gesehen? Also keine aus Versehen. Ahnung, ich habe einfach was eingesammelt. Gut. Perfekt. Also, nein, ich aber was sind das für Kinderstimmen hier? Oh, eine Tür. Hä? Oh. Ah,
es läuft schon gut hier. Gut trainiert, würde ich sagen. Ja, das sollte man auch meinen. Haben wir ja schon genug Zeit verbracht. Ja, ach, verdammt. Was ist eine üble Kammer hier? Nazi-Armigold! Nicht schlecht, in der Dunkelkammer. Ich hab's noch nicht mal gesehen. Aber ich hab's es lag halt im Schatten. Hat sich ein schattiges Plätzchen gesucht. Das ist gut, in Nazi-Gold. Oh, das ist so ein MG-Typ. Ach du je. Aua! Er schießt ja auch auf uns beide. Ich bin Linie hart. Treppe hoch. Oh, Skelette! Ja, wir sollten den Weg einfach wieder zurückgehen und den Typen mal den allein spielen lassen. Oh! Ich bin gleich tot. Okay, dann sollten wir einfach abhauen hier. Ich bin auch gleich tot. Ah, aber ich hab keine Munition mehr. Ich sterbe. Scheiße. Ich hab mich schon die ganze Zeit gefragt, was passiert denn da? Warum passiert da nichts? Ich hatte keine einzige Mumpe mehr. Ich habe mal Kontrollpunkt neu starten gemacht. Ja. Wo starten wir dann wieder? Im Savepoint, yay. Naja, irgendwann muss es ja mal wieder soweit sein. Wir konnten ja nicht alles schaffen hier. Ich glaube, ich habe genug hier jetzt eingesammelt. Habe ich noch irgendwas hier? Na los, jetzt müssen wir erstmal aufmachen hier. So eine Scheiße. So eine Scheiße. Klatsch. Ach, Mano. Hast du alle Zombies weg? Hätte ich Munition gehabt. Ich hätte ihn erledigt. Ja, ich spare gerade ein bisschen, weil hier in dem Haus, genau, mit der Waffe sollten wir am besten rumrennen, würde ich sagen. Also hier im Haus muss nicht wirklich. Ich habe einfach den Revolver in der Hand jetzt. Ja, genau. Ja. Mit dem renne ich jetzt auch mal durch die Hütte. Müssen wir den tollen Schlüssel einsammeln? Jetzt habe ich dir den Rücken geschossen, super. Ach, verdammt. Ja. Oh, da sind einige. Weg hier. Oh. Ich glaube, vier Stück standen da, oder? Hast du sie im Blick? Na, aber stehen wieder auf. Verdammt! Dann habe ich doch gerade den Kopf geschossen, wie am Boden lag. Jo. Eieieiei. Aber wenigstens musst du das Gold nicht nochmal sammeln. Das bleibt ja. War das nicht diese Treppe, wo der böse MG-Zombie? Nee, mindestens nur ein Stück, glaube ich. Okay. Und ich habe mich so gefreut. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen. Ja. Da unten, da war es die Tür? Nee, das war einmal quer über den Hof rüber. Ach Gott, ja. Ja. Scheiße. Ach du Himmel. Ach, da sind wir jetzt. Aha. Ich muss jetzt erstmal zur Tür rüber rennen. Ich renne einfach gleich zur Tür. Ja, genau. Wobei, da kommen die ganzen wilden Zombie-Typen. Ach, ich renne jetzt trotzdem einfach hin. Mal schauen, was da so passiert. Genau, die werden wahrscheinlich alle die Treppe raufkommen. Hier gab es ja diese Spreng-Leute hier. Ach doch, die kommen auch hinter dir gerade. Ach du Scheiße! Oh oh! Ja, das ist mal extrem Kamikaze. Aber ich lebe noch. Ich auch. Sag bitte Bescheid, sobald du in Bedrängnis gerätst. Das ist jetzt alles cool. Nur dir kommt extrem viel auf mich zu. Die beiden Sprengleute kommen zu dir. Ja, ich sehe sie. Okay, hab sie beide. Die Musik im Hintergrund ist so. Verdammt! Ja, ich hab das Skelett gekillt hinter dir. So. Sprengmeister. Noch mehr. Meister und Eder kommen, Achtung. Meister Eder. Vorsicht, er verfolgt dich. Ah, weg da. Puh. Läuft. Läuft.
So, da hinten war das. Trotzdem wieder an die Tür ran, um dann wieder ja. die nächsten abzumetzeln, die da hinten alle in der Ecke. Ich bleib du mal weg da. Ich renn gleich wieder zurück. Die kommen alle aus der Ecke dann hier. Echt? Ja, die kommen alle aus der Ecke. Hier kommen erstmal welche, ja, bevor weg, du... Ja, deswegen haut dort ab. Ach so, ja, ich verstehe. Du wolltest raus aus der Ecke. So war ich da. Ist ja gut. Bin ich doch. Skelett von links. Ja, okay. Alles klar. Läuft. Hier keine Skelette mehr. Doch, das klick, klick. Ja, das war's mit der Luger. Ich sollte die echt mal plündern. Loote mal ein bisschen. Tue ich, tue ich. Kümmere mich um die Typen. Ah, perfekt. Gut. Hatten wir denn diese dicke, epische Tür jetzt schon hinter uns? Ja, ich glaube schon. Ne, das ist jetzt ja das Schlüssel. Sammeln die Schlüssel, scheiße. Genau, danach kommt ja dieser Zombie-Arsch. Ah, ja, richtig. Von links wieder. Ich bin nie gelegt, davon. So, den Looten, ja. Mhm. Ja, sicherheitshalber. Nicht, dass hier wieder... Loot nicht mal bei mir hier, die beiden. Ich habe noch genug Munition. Echt? Ja, sieht so aus. So. Gut, ich habe jetzt für meine kleine Handfeuerwaffe gleich keine Munition mehr. Ja, raus. Dann loote du ihn mal. Ja, mache ich. Gut, Tag darauf. Also für die anderen habe ich auf jeden Fall genug Munition. Mhm. Ich wähle jetzt mal kurz die Mine aus. Habe ich nur noch eine, ich nehme die Stiergranate, habe zwei. Hast du den erwischt, ja? Ja. Sehr gut. Mine, so, das heißt, ist eine gute Idee. Ich habe auch mal die Minen ausgewählt. Ich habe jetzt aber nicht die Minen, oder sollst du, wollen wir die Minen nehmen? Na, ich halt so Minen. für diesen MG-Nazi nachher. Du darfst auch hier schon Minen legen, weil die hier von hier hinten kommen. Dann die Sicher? Minen. Kommt der hier runter? Ja, von hier hinten, da sind wir gestorben, weil wir zurück wollten. Okay, stimmt. Ich leg hier mal eine hin, hier mitten in den Flur oder was? Ja, mach das mal. Auch wenn es dann nachher lustig wird, aber... Perfekt. Rennen wir wahrscheinlich zurück. Wir wollen fliehen und dann rennen da genau rein. In die Explosion. Komm aus der Tür hier gleich wieder welche raus. Achtung, und von links, wenn wir hier weiter vorgehen. Also ein Stück zurück. Von links kommen sie gleich. Ich habe auch nichts mehr hier. Ist das gut. Lootinger? Mhm, Lootinger. Lootinger LP. Mhm. Ah, hinter uns. Ja? Oh no. Was hat denn er für eine Pirouette gedreht? Boah, ey, 1,3 Meter Kopfschuss. Der Ballerina-Zombie. So. Wobei die Mine hat da nichts gebracht, sehe ich gerade. Nee, richtig. Vor allen Dingen, ich glaube, das war gar nicht mal. Wir sind gar nicht zurückgelaufen. Wir sind da vorne weiter runtergelaufen. Nee, wir wollten hier zurück und da kamen von links Zombies. Wir sind hier gestorben, weil ich durch die Tür wollte hier. Genau hier. Ich hole mir meinen Schlüssel da. Na, okay. Okay. Nee, es war wirklich genau hier vor der Tür, wo wir gestorben sind. Genau hier in dem Gang. Okay. Das war aber erst das erste Fragment, so ein Mist. Ja. Ich bleib erstmal hier ein bisschen stehen. Aber da muss einer vorne da was triggern, damit die Zombies kommen. Echt? Soll ich mal hier runterlaufen? Also ich würde geradeaus weiter, nee, nicht zurück. Ich würde geradeaus weiterlaufen, wo wir gerade gestorben sind. Achso. Dann kommst du gleich wieder zurück. Gut, dann geh, aber wenn du nachher fliehen solltest, nicht hier wieder zur Treppe hin, da liegt ja die Mine. Ich weiß schon, dass die Mine da ist. Aber ich kann ja hier eine hinlegen. Also hier vorne auch noch eine, ja. Stimmt, hier kam der MG-Zombie raus, glaube ich. Genau, und dann renn sofort zurück, wenn der kommt. Komm sofort zu mir hoch. Hier ist gar nichts. Ja. Wie weit muss ich denn da gehen? Oh, oh, alles klar. Ist er da? Ich weiß es nicht. Oh. Also kleine Zombies sind hier. Also hier ist alles ruhig gerade. Gut, solange bei dir nichts kommt, also... Ist ja alles im...
Ja, ich möchte aber nicht hier, ist ja total langweilig hier. Was soll ich denn machen? Ja, okay, dann komm halt nach. Ich weiß nicht, hier ist kein MG-Zombie. Was haben wir falsch gemacht vorhin? Ich glaube, wir müssen beide da sein. Vielleicht ist das der Trigger. Ja, vermutlich. Aber von hinten kommt immer noch nichts. Ich sehe das noch ganz gut. Das ist ja merkwürdig. Ich meine, es war auf dieser Treppe, dann sind wir raufgelaufen, zurück und oben gestorben. Genau. Aber warum kommt hier nichts? Frechheit. Da siehst du, das spawnt doch schon mal was. Nee, das ist gerade despawned, weil ich ihn erschossen habe. Ah, hier war Nazi-Gold drin. Ah, hier sind wir gestorben. Ja, richtig. Also, hier sind wir gestorben. Ja. Dann müssten wir hier nochmal eine Mine legen. Oder warte mal, habe ich noch eine Mine? Ich hab noch eine Mine. Ich hab grad gar nichts mehr. Stielhandgranaten, Landminen, eine habe ich noch. Soll ich mal da vorne hingehen? Ja, bitte. Und das triggern, alles klar. Doch, hier ist die Treppe, wo er hochkommt. Richtig. Ja, genau. Ich habe da hinten meine Mine gelegt. Na, genau in der Ecke vor der Tür, also. Ja, da ist auch ein Safe. Ja. Soll ich dir mal was sagen? Hier ist ein Safe-Raum, hier unten. Und hinter mir spawnen sie gerade wie erwartet und sind gleich mit der Mine in die Luft geflogen. Und hier habe ich den totalen Bug, ey. Den töte ich mal nicht, ey. Wurde er sich schon selbst getötet, gerade durchs Rumpacken oder was? Ja. Aber du kannst hier prima Granaten hinwerfen. Zack, da ist schon die Äste hochgegangen. Ich habe aber Alter, keine. Was ist denn hier los? Siehst du den Boden hier? Den Typen was? In der Ecke? Ja, im Haus, hier, vor mir. Was macht er denn? Er hat sich nicht gerührt auf jeden Fall. Da hinten, aber du weißt, dass am Ende des Ganges. Alter, kommt, was ist das für ein Bug, ey? Kommt gleich was, der Dicke, wie was? Wie sieht der denn aus jetzt? Warten. Tut mir leid, aber der Typ. Da kommt der dicke Zombie, hilf mal mit hier. Ja, ich weiß, ja, ich muss mir diesen Bug da mal reinziehen. Hab mir erstmal die Mütze weggeschossen. Zack. Das war ja einfach. Dann sind wir vorhin gestorben. Hätten wir das gewusst. Ja, aber wir wurden auch von hinten überrascht. Da lag gerade eine wunderbare Mine und dann sind die Gegner durch den Boden geklippt und voll abgehangen hier. Das war gerade echt sehr, sehr witzig. Okay, bei mir lag der ganz normal auf dem Boden rum. Nee, bei mir sind die voll abgespackt. Das muss ich immer reinziehen. Also wirklich total. Die sind so. Kennst du dieses Video, wo die Leute dieses Real-Life-Clipping nachmachen? Ja. Mit der Halo, mit dem Fahrzeug und nee. So, wo durch den Boden klippt und die Waffe aufhebt? Nee. Ah, verdammt, ey. Wie heißt denn der? Ist so ein ganz bekannter Typ auf YouTube. Und genauso sah das gerade auch aus. Dass der ist durch, total durch den Boden gespackt. Muss ich mir mal anschauen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, du wirst lachen, da ist der Safe-Raum. Oh, hier sieht er wieder. Oh, ein paar Gegner haben wir noch. Perfekt. Nein. Stehst du weit unten. Das stimmt. Aber jetzt habe ich mir die ganze Zeit die Munition für das MP aufgehoben, für die MP. Und habe sie nicht gebraucht. Schicksal, du bist ein Eichhörnchen. Was liegt hier? Nichts. Oh, noch ein Schlüssel. Ja, nimm ihn. Jetzt haben wir beide, oder was? Diese Hakenkreuze, Pentagramm hier. Aber egal, Safe-Raum und so. Abgrenze versteckt. Perfekt. Oh, das ist doch gut hingehauen, aber, oder? War das, ja, das gar nicht ist so schlecht? Ja. Vollkommen recht. Gar nicht so schlecht, dass wir verkackt sind. Granaten aufhören. Also eigentlich doch schlecht ist es schon, aber hat ja trotzdem irgendwas Gutes an sich. Läuft. Ich würde sagen, weiter geht's mit den Nazi-Kille in der nächsten Folge. Ja, danke, perfekt. Fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao. Tschüss.